Anwesenheit zahlreicher Gäste wurden im Landtagssitzungssaal in Eisenstadt verdiente Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Bereichen von Landeshauptmann Hans Nissl für ihre Verdienste um das Land Burgenland ausgezeichnet. Neben Landesehrenzeichen wurden auch Ehrenzeichen des Bundes verliehen. Taufe, um es so zu sagen, hat er aber erst im vergangenen Jahr empfangen, als
dass es sich im Zuge des Flüchtlingsansturms aus Ungarn als engagierter, besonnener und weitblickender Krisenmanager erwies. Wir erinnern uns alle an die Bilder, wie Tausende und Abertausende an der Grenze versorgt werden mussten und zu Fuß durch Nickelsdorfs Straßen zogen. Dass es hier nicht zu einer Eskalation gekommen ist, ist auch ein Großteil des Verdienstes von Bürgermeister Gerhard Zapfel, der auch souverän die medialen Herausforderungen in diversen nationalen und internationalen TV-Programmen meisterte. Nebenbei sei noch erwähnt, dass er seit 2003 Obmann des Wasserleitungsverbandes ist. Bürgermeister Gerhard Zapfel erhält das goldene Verdienstzeichen der Republik. Regierungsrat Ingenieur Josef Orovic war 34 Jahre lang von 1973 bis 2007 Obmann der gemeinnützigen Oberwarter Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft. Regierungsrat Orovic wird dafür heute mit dem silbernen Ehrenzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet. Frau Regierungsrat Magister Aurelia Bieber, Oberstudienrätin, steht auch da, Entschuldigung, ich war Lehrerin. Gilt als eine der profiliertesten trotzdem Persönlichkeiten des burgenländisch-kroatischen Kulturlebens. Frau Oberstudienrätin Aurelia Bieber erhält heute das goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich. Bürgermeister Werner Friedl, geboren 1951, ist seit 2009 Bürgermeister der Marktgemeinde Zurndorf und seit Juli 2010 Mitglied des Burgenländischen Landtages. Für nun mit großem Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Kommerzialrat Michael
Michael Leier oder 51 Jahre atemberaubende Erfolgsgeschichte einer burgenländischen Unternehmerfamilie. Für all seine Bemühungen und sein unermüdliches Engagement, für sein berufliches und soziales Wirken zum Wohle des Burgenlandes und seiner Bevölkerung erhält Kommerzialrat Michael Leier das Komturkreuz des Landes Burgenland. Maschinenbautechniker begonnen. Seine Leistung wird heute mit der Verleihung des Komturkreuzes gewürdigt. Und dessen bekommt der Gedanke heute das Ehrenzeichen des Landes Burgenland.